Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scientive 4, 5, 6, 10. Ich bin's wieder, euer Hello 1986, der ja seine Steuerung jetzt umgestellt hat, nämlich auf Maus und Tastatur, denn ihr merkt's auch vielleicht schon, das geht doch etwas glatter. Schloss ist anscheinend defekt, ich kann die Tür nicht öffnen. Ja, brauchen wir auch nicht mehr, denn in dem Raum waren wir ja schon. Fuyu! Drinne! Was zum Teufel ist mit dir los? Solltest du wirklich so weit runterkommen? Hallo? Ja. Wow! Okay, das ist das Waffen-Filmgeräte? Taschenlampe. Das ist die das Ausrüstungsmenü. Leute, das war jetzt eben gerade... Ich habe einen Raum nicht untersucht. Nicht nett. Ach, da kann ich gar nicht dran, okay. Ja, das Spiel fängt offensichtlicherweise schon mal sehr cool an. Oh. Wir brauchen den Röntgenfilm, den wir daneben hängen. 624872. Ja, untersuchen nochmal. 624. Ne, Handy mal mit. 624872. So. Leute. Das ist doch nicht normal, sowas. Aber wir gucken erstmal in die andere Richtung. Die ist aber anscheinend defekt. Also, Josh, wir kommen. 624872. Die Tür ist offen. Josh, where are you going? Josh! Josh, da hängen Leichen von der Decke. Lauf nicht weg! Junge, Kinderzeichnung erhalten. Ausrüstung? Keine Waffen? Hä? Ich hab da eben gerade was erhalten. Moment, Tagebuch? Clues. Manual. Fotos. Drawings. Eine Hasenfamilie. Okay. Ja, ihr seht auch schon, das Spiel ist auf Deutsch Subtitle. Der Rest ist auf Englisch. Warum? Weil es cool ist. Das Schloss ist anscheinend defekt. So, 50-50 Chance, wo wir so lang gehen sollen. Josh ist auf die Herrentoilette gegangen. Josh, stop! Und ich habe das erste Speichersymbol gesehen. Okay, aber bevor wir Josh hinterher gehen. Das Schloss ist anscheinend defekt. Das Schloss ist anscheinend defekt, ja. Es hätte ja sein können, dass ich zumindest schon mal woanders hingehen kann. Nein, das war jetzt nicht ganz so erschreckend, weil dass die Tür wieder automatisch zugeht, das war ja irgendwie doch klar. Lecker. Njam, 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 njam. Und ganz viele Kellerasse mit dabei. Hey, das Klo ist aber super. Kann ich direkt benutzen. Was eine Erleichterung. Und ja, hier hat jemand das Klo entfernt. So, Josh. Wo ist Josh hin? Egal. Erster Speicherpunkt. Hui, auf gespeicherte Spiele zugreifen. Ich habe natürlich noch keins. Vorher auch. Fry. Albtraum. Ja. Das ist schon der richtige Name für das für den Speicherstand. Und wir haben nur 5 Speicherstände anscheinend zur Verfügung. Das ist ungewohnt. Was stand da jetzt? Vorratskisten, nichts von Nutzen hier. Vorratskisten, nichts von Nutzen, nichts von Nutzen. Josh, wo bist du? Josh? Warum ist hier abgeschlossen? Ist da jemand drin? Josh, könntest du das sein? Guck mal einfach auf der anderen Seite. Toilette. Erste Waffe! Aber ich gucke erst noch hier in die Toilette rein. Nein! Erste Waffe. Blutige Waffe. Kampfmesser erhalten. Warum will mir das gerade nicht zusagen? Oh, wie geil! Alternativwelt! Oh oh.
Die letzte Tür war abgeschlossen. Hey, du! Du siehst genauso aus wie die, die ich auf dem Schreibtisch stehen habe. Nur, dass du dich bewegst. Oh, wie genial. Wir haben... Wow, wow, wow. Weg, 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 weg. Ich mache erstmal das Licht aus. Ja, kämpfen, Kampfhaltung, Kampfhaltung. Wo ist hier die Kampfhaltung? Ach, ich bin schon drinne. Und ich schnetzel sie eben gerade, Leute. Falls ihr euch wundert, was ich eben gerade hier mache. Ich schnetzel eben gerade schon mal die Krankenschwester. Das ist der schwere Schieb, okay. Drauftreten oder so nochmal zusätzlich? Nein, brauche ich nicht. Endlich! Oh, was eine geile Krankenschwester. Leute, ich bin in Silent Hill angekommen. Offensichtlicherweise. Ich will nochmal speichern. Mami, Schloss ist anscheinend defekt. Ja, und hier hatte sie sich drinne versteckt. Moment. Hindurchzwängen. Oh Gott. Er ist Hilfekasten. Er ist Hilfekasten. Erste Hilfeset erhalten. Und hier sind ganz viele. Das Schloss ist anscheinend defekt. Hier sind ganz viele Wurzeln auf dem Boden. Das mit der Kampfhaltung, das finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Da hinten ist ein Speicherpunkt. Den haben wir vorhin aber nicht gesehen. Öffnen. Das Schloss ist anscheinend defekt. Ich weiß noch nicht mal, wohin ich mich gerade bewege und warum ich es tue. Ich mache es einfach, Leute. Es ist, ja, ihr kennt das ja von mir, ne? Das Schloss ist anscheinend defekt. Also ich bin sogar automatisch den richtigen Weg gegangen. Ich würde eigentlich sehr gerne da rein. Aber da darf ich anscheinend nicht hin. Okay, noch habe ich nicht so wirklich eine große Auswahl, wo ich lang gehen kann. Aber ich muss sagen... Oh Gott! Auf dem ersten Blick erschrecke ich mich hier, auf den zweiten auch. Aber es ist... Halleluja, das Silent Hill Feeling ist wieder da. Ja, ich habe es doch etwas vermisst. Ein Rollstuhl. Und mein Protagonist will nichts zu diesem Rollstuhl sagen. Die Ärzte sagen, dass ich Fantasie und Wirklichkeit nicht auseinanderhalten kann. Aber ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ich habe gesehen, wie diese Dämonen die anderen Patienten ermordet haben. Ich will von diesem verfluchten Ort flüchten, aber ich wage es nicht, ins Licht zu gehen. Es scheint, als ziehe das Licht sie an. Darum sind die Leute ihre Beute, die Licht brauchen, um zu sehen. Die Dämonen hören auch sehr gut. Wenn sie weiterleben wollen, bleiben sie besser im Dunkeln und verhalten sie sich ruhig. Aber selbst das wird sie wahrscheinlich nicht retten. Okay. Naja, bisher habe ich noch keinen Treffer abbekommen. Eine Lebensleiste. Die fehlt mir hier noch gerade so ein bisschen. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Kampfmesser. Kann ich auch irgendwie langsam gehen? Ja, ich kann auch langsam gehen. Das ist cool. Also kann ich eventuell auch verhindern, dass mich zu früh irgendwelche Monster sehen, erwischen. Aber optisch... Wow, was war das denn gerade da an der Decke? Erinnert das Spiel auf jeden Fall an den Film. Zu 100% erinnert mich das denn gerade hier an den Film. Oh, ist das genial. Wir können Sachen überspringen. Wir können Fenster kaputt machen. Und dort vorne ist schon eine Krankenschwester. Weswegen ich schon mal hier in die Kampfhaltung gehe. Denn wir werden sie ermessern. Vermessern. Nein, 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 werde ich nicht. Werde ich nicht. Fein. Wow, 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 zwei. Meine kleine Kampfschwester hier. Ja! Aber solange wie wir das mit leichten Attacken machen, geht das eigentlich. Ja, außer Kampfhaltung wieder raus. Der Fernseher ist nicht angeschlossen. Wieso ist das, wie ist das nur möglich? Ganz einfach, sie haben ihn nicht angeschlossen. Er ist tot. Nüchtern, aber doch praktisch und passend. Was ist das?
Okay, ich muss die linke Maustaste drücken, damit ich hier... Nee. Hallo? Guckt euch das mal bitte an. Ich habe Blut auf meiner Kamera. Es verschwindet zwar nach kurzer Zeit wieder, aber ich habe Blut auf meiner Kamera. Das ist genial. Einfach nur genial. Hindurchzwängen. Ja, das hätte jetzt natürlich nur noch gefehlt, dass es passiert, ne? Aber ist leider nicht so. Untersuchen. Sie ist nicht da. Das kommt mir doch reichlich bekannt vor. Aus dem ersten Teil. Aber hier können wir wieder sprechen. Ich kann hier auch die Folge dann beenden. Wir spielen Silent Hill 5 Homecoming. Ich bin Hello 1986, der 2 Speicherpunkte heute mal wieder macht. Bis dann.